Foto. Einige Moje. Heute lag man in der Schiene und Gott sei Dank auch sonnige Weh. Und wir sind gespannt, was ihr da so bringt. Ja, und hier ist Sonnenschein pur. Das heißt, ich kann halt Moje müssen wieder die Scheibe kratzen. Langsam wird es Zeit, dass es warm wird. So, und jetzt viel Spaß beim Gucken. Hallo ihr Lieben, der Weh, der wird vom mobilen Rentnerteam betreut. Es sind hübsche Infotafeln und ihr habt auch das ein oder andere kleinere Highlight, wie so die, zum Beispiel den Blick runter ins Tal relativ am Anfang. Am Ende haben wir noch die Kniebeshit und im Gesamten ist der Weg recht einfach zu gehen, also auch für Anfänger und für Leute, die halt auch nicht so viele Kilometer machen wollen, vollkommen ausreichend. Von der Warte aus wünsche ich euch noch eine schöne da und hinter dran der Marco hat euch vielleicht auch noch was zu erzählen. Alle!
Uns hat jetzt der Dorwe nicht vom Hocker gehauen, aber das ist ja auch eine ganz andere Sache, wenn andere Leute gehen. Mir, beziehungsweise uns, hat dann überhaupt nicht gefallen. Aber für Leute, die nicht so gut im Laufen sind, etc., können den Weg gerne machen. Aber die, wo sehr viel wandern, wie mir, wenn er in der Nähe sind, ja, aber extra daher fahren, eher nicht. So, und wir haben jetzt die letzten 2 Kilometer, das wäre auch abgebrochen. Wir haben jetzt noch 500 Meter, dann sind wir am Besucherzentrum, an der Kniebisshütte, da gibt's was gespachtelt, und dann fahren wir auch wieder ins gelobte Land, ins Saarland. So, und wir sehen uns jetzt wieder am nächsten Samstag und im nächsten Monat, weil wir ja noch an Pfingste, nochmal in den Schwarzwald fahren, sehen wir sogar im nächsten Monat nochmal Videos von uns im Schwarzwald. Also, bis dann. Ciao. Hier dieses Team, wo das halt auch betreut, die sind halt auch sehr engagiert. Es ist schön, Infotafeln sind jede Menge aufgehoben. Ich schwätze mal scheiß weg.